So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen heute Folgendes. Wir kauen jetzt mal die Liste von Zeug durch, das man in der Natur liegen lässt, wenn man da durchläuft. Ja? Dass man unweigerlich in der Natur liegen lässt, wenn man da durchläuft, auch wenn man seinen Müll wieder mitnimmt, auch wenn man seinen Lagerplatz super schön wieder aufräumt, auch wenn man hinterher noch ein paar Stöcke auf den Lagerplatz legt und noch ein paar Eicheln sät, damit das ganz schnell nicht mehr so aussieht, als ob hier jemals irgendwer geschlafen hätte. Ja, also selbst wenn man den größtmöglichsten Aufwand betreibt, um ein unsichtbarer Besucher in der Natur gewesen zu sein und möglichst wenig Hinterlassenschaft dazulassen. Selbstverständlich nehmen wir unseren Müll mit. Ja? Das ist ja gar kein Thema, dass wir unseren Müll mitnehmen. Das muss ich hier niemandem erzählen. Deswegen Thema Müll habe ich hier gar nicht aufgeführt. Ja? Aber selbst wenn wir eben unseren Müll mitnehmen und unseren Lagerplatz toll aufräumen und uns ansonsten sehr leise, sehr verantwortungsvoll, so umweltschonend, wie auch immer in der Natur aufhalten, was für ein Zeug lassen wir trotzdem zurück? Was für Stoffe bringen wir ins Ökosystem ein, die dann nicht unbedingt was zu suchen haben? Ja? Und das hat mich, wie gesagt, beschäftigt und ich habe hier mal eine entsprechende Auflistung von allem, was ich finden konnte, was, wenn ich in der Natur unterwegs bin, in Frage kommt, was ich da so dalasse. Ja? Was andere Leute jeweils noch so dabei haben, da kann ich wenig zu sagen, weil ich bin ja nicht andere Leute. Und deswegen gehen wir jetzt mal von mir aus. Wer noch Fragen hat, der darf sie selbstverständlich gerne in die Kommentare schreiben. Und dann, bevor wir loslegen, jetzt noch eine Sache, die mir noch wichtig wäre. Das ist jetzt nicht mein Versuch, hier einen auf Jesus zu machen, der ab sofort überhaupt gar kein einziges Molekül von was auch immer mehr in der Natur zurücklassen möchte, das da nicht reingehört, sondern das ist einfach nur mal zum Wissen, was gibt's denn da eigentlich? Ja? Teilweise Zeug, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass das eine Rolle spielt, zum Eintrag in die Natur dadurch, dass man da ist. Was sind sozusagen so die Kosten, selbst wenn man so verantwortungsvoll wie möglich durchläuft, hat man ja trotzdem einen gewissen Impact, um es mal auf Englisch zu sagen, weil ich habe da zwei Fachartikel gelesen und die sind nun mal auf Englisch und dann kommt da das Wort Impact ganz oft vor und deswegen schleicht sich das dann sogar im Menschenwortschatz hin und wieder mal ein. Das ist bei vielen Wissenschaftlern so, dass sie hin und wieder ganz gerne mal ein englisches Wort einschmeißen, weil man das einfach so oft liest in der Fachliteratur, dass das passiert, ne? Und bei mir eher ein seltenes Phänomen, aber doch hin und wieder. Ja, aber nochmal, ich will jetzt nicht sagen, wenn du im Wald unterwegs bist, dann darfst du das nicht, darfst du kein Mückenschutzmittel verwenden, weil das könnte möglicherweise Auswirkungen auf die Umwelt haben. Soweit soll es nicht gehen. Ich würde auch nicht sagen, wenn dein Knie wehtut, dann darfst du dir keine Diclofenac-Salbe draufschmieren, weil die permeabel, mir fällt das Wort immer nicht ein. Jedenfalls verrottet die quasi nie. Und solche Sachen. Ja, das will ich wirklich gar nicht sagen. Ich möchte lediglich bloß mal darüber informieren, was es denn da alles gibt. So, und dann kann jeder für sich selbst vielleicht, und wenn nicht, ist auch völlig in Ordnung, weil es geht um winzige Mengen. Ja, das ist nochmal wichtig. Es geht um wirklich winzige Mengen. Ja, es wäre gelogen, wenn ich sage, die spielen überhaupt keine Rolle. Es wäre aber auch gelogen, wenn ich sage, du bist ein ganz, ganz furchtbar schlechter Mensch, weil du 0,0000001 Mikrogramm Diclofenac in Norwegen hast liegen lassen pro Liter von einem Fjord mit 4 Quadrillionen Liter Wasser. Irgendwie sowas. Ne? Dann bist du ein ganz furchtbar schlechter Mensch. Und diese Zahlen sind natürlich völliger Blödsinn, aber es geht drum, es sind wirklich winzige Konzentrationen. Das ist mehr einfach ein Möchten. Ja? Für Leute, die gerne das Gefühl haben wollen, sie sind jetzt so unbeeinflussend wie möglich in der Natur. Ja, das Gefühl. Um das geht's mir. Ja? Und ihr seid kein schlechter Mensch, wenn euch das jetzt scheißegal ist und ihr sagt, so ein Kleinscheiß, Detailkack interessiert mich nicht. Ne? So, also, trotzdem genau so ein Kleinscheiß, Detailblödsinn, das machen wir jetzt. Also ihr seid gewarnt, ihr wisst, was jetzt kommt. Für Leute, die Details wichtig und schön finden, kann das interessant sein. So wie mich, ich fand das interessant, das zu recherchieren. Und für alle anderen ist es halt nichts. Dann bedanke ich mich
für diejenigen, die hier aussteigen, also bei denjenigen, die hier aussteigen, immerhin habt ihr und das mea culpa und dafür möchte ich mich herzlich entschuldigen, jetzt wegen 5 Minuten Video die Anfangswerbung ertragen müssen. Sorry. Und alle anderen kriegen jetzt noch diverse X, ich weiß nicht, wie viele es werden, wahrscheinlich viele Minuten weiteres Material, dann hat sich die Anfangswerbung hoffentlich gelohnt. So, ich trinke noch was, dann geht's los. So, zur Übersicht, hier mal die Liste von Stoffen, die eine Rolle spielen. Ja, da wissen wir auch gleich, wovon wir reden, so welche Kategorie von Kram. Ja, wenn du Müsli-Riegelpapier in die Landschaft schmeißt, dann ist es klar, dass das doof ist. Ja, macht man auch nicht. Macht keiner von uns, jedenfalls keiner vernünftiger. Und hier gucken bekanntlich nur vernünftige Leute dazu. Es geht um Zahnpasta, Seife, Shampoo etc. Also Seife, Shampoo etc. ist ein Punkt. Dann gibt es Medikamente, die da möglicherweise eine Rolle spielen könnten. Da allen voran wichtig ist, weil auch mengenmäßig durchaus eine Rolle spielen, Diclofenac. Dann gibt es die PFCs. Die Perfluorcarbon-Verbindung, also die Perfluorkohlenwasserstoffe, wenn man so möchte. Dann gibt es das beliebte Mikroplastik, jeder kennt es, alle lieben es. Dann gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, dass einem mal Spiritus undicht wird und in die Landschaft tropft. Das gleiche Phänomen hätten wir mit Benzin, dass einem die Benzinflasche undicht wird und in die Landschaft tropft. Und wir hätten noch die Tatsache, dass eine Feuerstelle durchaus sehr, 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 sehr lange nachweisbar ist, wenn man die nicht richtig macht. Dann gibt es noch das beliebte Thema Klopapier und Mückenschutz. Da wäre nämlich auch noch durchaus ein bisschen was, was man zumindest drüber nachdenken könnte. Und dann gibt es noch die Sonnencreme, die ist auch erstaunlich relevant. So, das sind die Sachen, die mir so eingefallen sind. Wir fangen jetzt an. Moment, wo habe ich das Zettelchen? Hier, mein Notizblock. Ich habe heute mal den Mini-Notizblock dabei. Normalerweise habe ich so ein schönes Notizbuch, aber das liegt. Ja, genau, das ist das Problem. So, also. Bei Zahnpasta. Da kann man jetzt mal relativ kurz fassend darauf hinweisen, dass eine Zahnpasta üblicherweise, ich habe das extra recherchiert, aus Schleifpartikeln besteht, ne, die für einen gewissen Abtrag von dem, was man da jeweils nicht haben möchte, gedacht sind, plus Schaumbildner, damit die eben überall hinkommen, plus meistens noch irgendwas, damit das Zeug nicht ganz scheiße schmeckt und ansonsten noch alle möglichen Zusatzgeschichten, die gegen Bakterien, gegen was es da halt alles so gibt, nochmal zusätzlich helfen sollen und vorbeugen sollen und so weiter. So, die ganzen Sachen, die gegen Bakterien helfen sollen und vorbeugen sollen und so weiter, die möchte man vielleicht in einer outdoor-tauglichen, möglichst super gut biologisch abbaubaren Zahnpasta vielleicht nicht drin haben. Grund, da sind zum Beispiel antimikrobielle Substanzen drin. Das mag jetzt im Mund durchaus Sinn machen, das macht dann nicht so viel Sinn, wenn man das zum Beispiel in irgendein Wildnisgewächer halt reinspuckt. Dann hat das da auch geringfügigste Auswirkungen auf die mikrobielle Fauna in eben diesem entsprechenden Gewässer. Das ist wirklich aber Gemecker auf extremst hohem Niveau, so ein bisschen Zahnpasta. Solange man jetzt nicht ganz lange mit einer ganz großen Gruppe an einem sehr kleinen See campt und jeder da morgens und abends oder wann auch immer, je nachdem, da reinsabbert. Dann hat das möglicherweise wirklich mal irgendwann gravierendere Auswirkungen, wenn das ein oder zwei Personen an irgendeinem Morgen mal tun. Dann hat das vermutlich keine besonders gravierenden Auswirkungen, ja. Aber beim Thema Zahnpasta eben die ganzen Zusatzstoffe, die haben einen Effekt. Aber der ist wirklich, wirklich klein. Ja? Und das gilt für fast alles, was wir hier besprechen. Mal ist er super klein, so wie hier, mal ist er nur klein. Ja. Ne? Alternativen sind so Zahnputztabletten, die könnte ich euch, wenn ich sie suchen würde, auch mal zeigen. Ich habe aber keine Lust, sie zu suchen. Sie sind auch nicht besonders interessant. Sie sehen nämlich aus wie kleine, weiße, runde Tabletten. Also nicht irgendwas, wo man jetzt sagt, ah, so sieht eine Tablette aus. Interessant. Gut, dass du die jetzt in die Kamera gehalten hast. Und die bestehen im Wesentlichen als Scheuerpartikel aus Zellulose,
also Pflanzenfaser auf gut Deutsch. Man zerkaut die im Mund, am besten ohne Wasser. Habe ich schon mehrfach falsch gemacht, dass ich gedacht habe, ich muss da vorher jetzt irgendwie einen Maul voll Wasser haben, damit das irgendwie besser aufquillt. Tut es nicht. Die quillen am besten im Speichel auf. Man kann sich vorher nochmal einen Schluck Wasser reinziehen. Dann aber auf den Dingern rumkauen, bis man halt eben quasi die Tollwut bekommt. Schaum vom Mund. Und dann, ja, alles Weitere kennt man, ist dann wieder heim. So, die haben den Vorteil, gibt es übrigens zum Beispiel bei DM, ich glaube, wahrscheinlich gibt es die auch bei Rossmann, keine Ahnung, Denta-Tabs oder wie die heißen, irgendwie sowas. Wenn nicht, einfach mal nach Zahnplus-Tablette googeln. Das Unternehmen, mit dem ich bisher noch nichts zu tun haben möchte, wo ich aber noch drüber nachdenke, ob ich mit denen irgendwann was zu tun habe, wo ich, wenn ich mit ihnen jetzt was zu tun hätte, durchaus jetzt sinnvoll einen Link hätte platzieren können, was ich aber nicht tue, weil ich mit ihnen eben nichts zu tun habe. Eingeweihte wissen, was der Kerl jetzt gerade für einen Stuss labert. Aber dieses besagte Unternehmen hat die auch im Angebot und man kann sie da finden. Und ja, ob ihr die dir kauft oder nicht, ist mir momentan gerade noch schnurzpiep egal. Und das ist jetzt der Unterschied. Ne? Hätte ich jetzt einen Amazon Affiliate Link, dann wäre es mir nicht schnurzpiep egal. Also ich könnte behaupten, dass es mir schnurzpiep egal ist, ob ihr die da kauft oder nicht. Und über meinen Link. Wäre mir aber nicht schnurzpiep egal. Und das ist auch nochmal so ein bisschen ein Thema eben mit diesen Amazon Affiliate Links, um jetzt doch nochmal vom Thema endgültig abzuweichen. Wenn ich irgendein Produkt erwähne, und davon was habe, wenn jemand dieses Produkt kauft oder zumindest sich dieses Produkt näher anguckt über eben meinen gesponserten Link, dann kann ich zu diesem Produkt keine unvoreingenommene Einstellung mehr haben. Das habe ich dann nicht. Ich kann versuchen, dass ich die zu 99% habe, weil ich da geistig, ethisch, moralisch irgendwie drüber stehe. Aber ich bin nicht mehr gänzlich unbeeinflusst davon, ob das nun gekauft wird oder nicht. Noch bin ich das. Ja, und das ist so mein großes Problem mit eben diesen Affiliate-Links. Viele von euch haben mir nämlich wieder in die Kommentare geschrieben, ja, da mach doch Affiliate-Links, mach doch. Ja, ist auch wirklich nett, das finde ich auch toll, dass ihr mir das gönnen würdet. Aber, ne? Also aus genannten Gründen, unter anderem, das müssen wir jetzt nicht noch weiter ausholen. Ja. Da gibt es die Teile jedenfalls, die halten ewig. 1-2 Tabletten pro Zähneputzen, das geht wirklich ewig, hebt ewig. Kann man mitschleppen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Man braucht insgesamt, das ist auch ein Thema für Outdoor, das ist wirklich ein Thema, Wasser fürs Zähneputzen. Wenn man nämlich nur noch ganz wenig Trinkwasser hat und muss beim regulären Zähneputzen, also die meisten Leute, denke ich mal, werden das müssen, ein wenig Wasser zum Zähneputzen aufwenden, dann sind diese Tabletten dahingehend ein Thema, weil die halt eben mit dem vorhandenen Speichel ganz gut auskommen und man braucht dann hinterher theoretisch bloß noch Wasser, um seine Zahnbürste sauber zu machen und zum Mund ausspülen. Letzteres kann man dann aber auch direkt runterschlucken, wenn man wirklich Wassermangel hat. In diesen Tabletten ist nichts drin, was irgendwie gesundheitsschädlich wäre. Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, aber man kann das dann durchaus alles runterschlucken, um damit wirklich maximal Wasser zu sparen und mit minimalem Wassereinsatz trotzdem eben noch ja, Zähne putzen zu können. Also für wen das auch nochmal ein Thema wäre, das ist noch ein gutes Argument, weshalb diese Tabletten einfach die bessere Zahnpasta sind. Wer die Tabletten partout nicht leiden kann, da gibt es noch Öko- und Bio-Zahnpasta, so Zeug auf Salzbasis tatsächlich. Sohle-Zahnpasta habe ich schon gesehen. Da hat man eben diese Polierpartikelchen durch Salzkristalle entsprechend, bestimmte Salzkristalle, ausgetauscht und außer da auch einen leichten Schaumbild dazu zu geben auf biologisch abbaubarer Basis, ist da ansonsten auch nicht mehr viel anderes drin in so einer Zahnpasta. Ja, das funktioniert alles. Das ist natürlich nicht so gut wie daheim, aber man ist ja auch nicht ewig auf Tour. So, das also zur möglichen Kontaminierung der Landschaft mit Zahnpasta. Wenn man normale Zahnpasta verwendet und man möchte man möchte trotzdem normale Zahnpasta verwenden, aber doch keine Ökosau sein oder so wenig Ökosau wie möglich. Eine große Ökosau ist man ja eh nie, egal was man mit der Zahnpasta anstellt. Dann einfach nicht ins Gewässer sabbern, sondern schön irgendwo auf dem Boden sabbern. Dann wird es nämlich vom Regen in den Boden eingetragen, kann da abgebaut werden und so weiter und so weiter. Und in den allermeisten Zahnpastas ist wirklich, soweit ich habe noch keine gefunden, ich habe jetzt aber auch nicht ewig lange recherchiert, wo irgendwas drin gewesen wäre, wo für mich als chemischen, naja, nur halbwegs gebildeten, Ende zum Thema Zahnpasta, sonst ufert das hier noch aus. Seife, da habe ich jetzt Beispiele. Moment, Ben holt.
Ben holt, Ben kommt an seinem fetten Sessel nicht vorbei. Das ist ein Nachteil, seit ich da so einen fetten Sessel stehen habe. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Outdoor-Flüssigseifen. Da gibt es inzwischen 5, 6, 7 verschiedene Marken. Es gibt auch noch Dr. Bronners Universalseife oder wie die heißt. Habe ich jetzt auch bei ein paar Leuten mal im Einsatz gesehen. Ich habe auch noch eine Flasche rumstehen, aber muss ich euch wirklich nicht unbedingt in die Kamera halten. Dr. Bronners Universalseife ist dahingehend toll, weil man mit der quasi alles waschen kann, was man irgendwie mit Seife waschen kann. Klamotten, Haare, Bart, Augen, Achseln, was auch immer, Socken, Geschirr zum Rasieren soll angeblich gehen und Zähne putzen kann man damit auch. Letzteres sehr gewöhnungsbedürftig. Sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Soll aber Leute geben, die das hinbekommen. Vielleicht mal ausprobieren. Eine Flasche bringt einen finanziell auch nicht um. Eine größere Flasche irgendwann dann schon ziemlich teuer. Schon ziemlich teuer. Ja, aber eben diese üblichen Outdoor-Wash-Gedöns-Sachen, die haben im Gegensatz zu allen anderen Seifen und Duschgels und Flüssigseifen, die wir sonst irgendwo so auf der Welt finden können, die wundersame Eigenschaft, dass sie im Prinzip bestehen, da sind immer so lustige Ingredients-Listen drauf, Aqua, also Wasser und dann verschiedene Sodium, Laurenf, Sulfat, Coca-Dingsterbums, Sodium, Chloride, bla 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 und so weiter. Aber die haben halt gemeinsam, dass sie biologisch abbaubar sind. Das ist jetzt gar nicht mal sowas Fancy-mäßiges und man kann sich natürlich so eine fancy Outdoor-Seife, verschiedene Varianten, wie gesagt, kann man sich kaufen, muss man aber gar nicht, wenn man eine biologisch abbaubare Seife haben möchte. Man kann auch für 50 Cent 3 Stück Kernseife beim Drogeriediscounter des eigenen Vertrauens oder auch nicht beim Drogeriediscounter, meinetwegen auch in der Apotheke, wenn sie das da haben, keine Ahnung, kann man jedenfalls auch 3 Stück Kernseife für wenige Cent erwerben. Dann schneidet man sich noch so eine Kernseife durch und dann hat man halt einen Block Seife, mit dem man eine Woche, einen Monat in der Landschaft rumrennen kann. Danach ist er vielleicht halb verbraucht. Je nachdem, wie reinlich man ist, ist er vielleicht auch ganz weg. Ja, weiß ich nicht. Aber hält ewig, kostet nichts und ist auch biologisch abbaubar. Eine Seife enthält Tenside. Das ist so die Hauptkomponente, die eine Seife eben hat. Und mit einer Seife wird man deswegen besser sauber, weil ein Tenside quasi so eine Art Doppelmolekülstruktur hat. Moment, ich habe hier ein Papier und ich habe hier auch einen Stift. Das ist ja cool. Kann ich euch das mal aufmalen. Die hat im Prinzip ganz viele Nopselchen. Ja, es gibt wieder Nopselchen. Da hat sich neulich mal wieder jemand drüber aufgeregt, dass in meinen Videos immer Nopselchen und Bopselchen und so ein Zeug vorkommen. Das gibt dann so eine Schicht hier. Ja? Und außen meinetwegen ist Wasser. Blub, 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 blub. Und drinnen ist meinetwegen Fett. So. Und das Witzige ist jetzt, wenn man ein Tensid hat, dann kann sich das zwischen Wasser, also hier oben, und Fett hier unten legen und an beidem andocken. Ja, das würde dann hier unten ans Fett andocken und hier oben ans Wasser andocken. Und damit ist sowohl Fett als auch Wasser innerhalb des Tensids, jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt, gelöst. Und wenn das Fett jetzt hier auf unserer Haut sitzt, wupp, der Strich ist Haut, super schön gezeichnet, gell? Dann wird das Fett einfach vom vielen Wasser, ich gehe nämlich mal davon aus, dass da, wo das Wasser herkommt, noch mehr Wasser ist, zum Beispiel ein See oder ähnliches, oder ein Topf, den man sich gerade über den Kopf ausgeleert hat, das wäre noch besser, umweltverträglicher, kommen wir gleich zu, dann wird das eben entsprechend weggeschwemmt. Ja? Ohne Seife ist Fett nicht wasserlöslich. Und deshalb kann man sich, wenn man sich nur mit Wasser, ohne in irgendeiner Form eine Seife, Duschgel, was auch immer, zu verwenden, nur dahingehend waschen, dass man sich das Zeug abwäscht, was halt wasserlöslich ist und fettbeinhaltende Substanzen bleiben halt dran an dem, was man da gerade wäscht. Gilt auch für den Kochtopf. Klar, im Kochtopf ist das vielleicht noch ein größeres Problem und ein größeres Thema, dass ein bisschen Seife da wirklich Wunder wirkt im Vergleich zu, ich spüle grundsätzlich nur outdoors, nur mit Wasser. Was Evelyn so macht, nachdem sie neulich mal nicht dabei war und ich selber spülen musste, habe ich mal wieder festgestellt, wie toll das eigentlich ist von ihr, dass sie da so umweltfreundlich ist, dass sie grundsätzlich, ich hätte gerne ein bisschen Seife gehabt. Schatz, nächstes Mal bitte ein bisschen Seife beim Kochzubehör einpacken.
Gut, ja, der Gag mit diesen Tensiden ist jetzt, dass die natürlich, wenn sie in größerer Menge in irgendeinem Gewässer vorkommen, auch in einem natürlichen Gewässer Fett und Wasser durchmischen bzw. eine Trennung zwischen einer Fettschicht und einer Wasserschicht unmöglich machen, weil die Tenside diese eben kaputt machen. So, und das ist für viele, viele verschiedene wasserlebende Organismen, die eben eine fettbasierte Schleimschicht beispielsweise auf ihrer Haut haben, ein Thema. Ja, die mögen das nicht, wenn man die wegwäscht. Dann ist die nämlich fort und die hatte vorher einen Sinn. Und deswegen sollte man, egal wie biologisch abbaubar, niemals größere Mengen Seife und am besten auch gar nicht erst kleine Mengen in irgendein natürliches Gewässersystem dieses Planeten einleiten. Und das bedeutet, was man nämlich auch nicht tun sollte, weshalb eben das Beispiel mit sich einen Eimer Wasser über den Kopf kübeln, sich einseifen und dann in den noch so schönen Bergsee rennen. Weil hinterher ist nämlich im noch so schönen Bergsee Seife drin. Und da kann die noch so biologisch abbaubar sein. Die Hauptkomponente von Seife, damit die überhaupt funktioniert, sind eben diese Tenside und die sind eben nicht biologisch unbedenklich. So, soll heißen, wie wäscht man sich draußen? Ja, erst nochmal mit einer biologisch abbaubaren Seife, weil neben diesen Tensiden kann ja in einer Seife noch aller möglicher Scheiß drin sein, den die Kosmetikindustrie gerne verkaufen möchte. Und da kenne ich mich nicht aus. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich lege jetzt keinen allzu großen Wert auf umfangreiche Kosmetikprodukte. Daher kenne ich mich da auch nicht wirklich aus, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Inhaltsstoffe, die in Duschgels, Seifen, was auch immer und so weiter und so fort drin sind, giftig bis sehr giftig fürs Ökosystem sind, wenn man sie dann nur in genügend Konzentrationen irgendwo aufkommen lässt. Unsere Klärwerke kriegen die halbwegs wieder raus aus dem Wasser. Ein See mitten im Nirgendwo kriegt die nicht mehr wieder raus. Und mitunter haben sie dann auch die lustige Eigenschaft, gar nicht biologisch abbaubar zu sein. Das heißt, die bleiben da auch immer drin. So, und wenn es jetzt ein schöner Bergsee ist, ja, und da rennt morgens um 4, alle 5 Nächte mal irgendein sehr tapferer Tourist, der meine große Bewunderung besitzt, dass er da morgens um 4 reinrennt. Illegal eben in diesen Bergsee. Hat sich vorher schön eingeseift und so weiter und so fort. Ja, wenn das alle paar Tage passiert, ist da dann irgendwann wirklich eine Seifenkonzentration vorhanden, die eine Rolle spielt. Wenn ihr das mitten irgendwo in Grönland, in einem der 7 Milliarden Quadrillionen Seen, die sie da haben, ja, also du gehst um eine Kurve, da ist ein See, du gehst zurück um die nächste Kurve, da ist ein See, du gehst hinter den Hügel, dann ist da wieder ein See. Also Seen haben die da genug. Wenn man das da in irgendeinem See macht, dann ist das erstmal wurscht. Aber es geht halt ums Prinzip und das ist grundsätzlich in diesem Video ganz wichtig. Es geht hier ums Prinzip. Man möchte da nichts zurücklassen, weil man es einfach nicht möchte, weil man emotional es gut findet, dass man so wenig wie möglich in der Landschaft zurückgelassen hat. Spielt es eine Rolle, wenn du noch so eingeseift in einen großen See in Grönland rennst? Nein. Geht der dadurch kaputt? Nein. Gibt es da irgendeine messbare Veränderung? Nein. Ja? Und auch nicht, wenn das alle, die an diesem See vorbeikommen, jeden Tag machen. Selbst dann gäbe es wahrscheinlich erst nach 10, 20 Jahren da einen messbaren Eintrag von Tensiden. Ja? Also nur, dass wir wissen, in welcher Größenordnung wir uns hier bewegen. Aber es sollte auf jeden Fall irgendeine Outdoor-Seife oder Kernseife entsprechend im Spiel sein. Und damit sollte man nicht direkt in den See rennen, sondern sich eben aus dem See mittels Topf Wasser holen, Kipp, Wasser holen, Kipp, Wasser holen, Kipp. Ist umständlich, aber wenn man es perfekt machen möchte, dann macht man das so. Oder man rennt einfach erstmal uneingeseift in den See, dann ist man ja schon mal halbwegs sauber, bis auf eben die Fettgeschichten. Und dann hinterher kann man sich nochmal einseifen und dann hinterher die Nummer mit dem Topf, Topf, Topf entsprechend machen. Hat man keinen Topf, kann man auch einen Hut nehmen. Gut, wäre geklärt, hoffe ich. So, Thema Medikamente. Medikamente gibt es viele auf dem Planeten, deswegen ist es auch sauschwierig, da jetzt generell was zu sagen. Aber grundsätzlich müssen wir unterscheiden eben zwischen Medikamenten, die im Körper fast komplett wirklich wirken, sorbiert werden und in irgendeiner Form eine Wirkung entfalten und danach abgebaut werden oder der Rest wird abgebaut oder wie auch immer, von denen kommt nichts mehr aus uns raus. Ja, solange wir die nicht in Tablettenform fröhlich in die Landschaft pfeffern, ist das egal.
Dann gibt es Medikamente, die kommen, weil wir sie in großer Dosierung zu uns nehmen müssen, weil nur ein bestimmter Anteil der Dosierung überhaupt wirkt und dann ein Großteil davon wieder ausgespült wird per Urin, per ja die andere Sache. Ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich so sage, sonst wird das Video demonetarisiert. Nein, Scheiße darf man sagen. Scheiße darf man durchaus sagen, aber man muss es ja nicht zwingend mehr tun als, so wie jetzt gerade, zwingend erforderlich. Egal. Jedenfalls, das ist wirklich, wirklich ein Thema. Beispiel, Antibiotika. Antibiotika sind dann ein Thema, wenn davon es zu großen Anhäufungen kommt, durch menschliche Ausscheidungen. Also Beispiel die berühmten Krankenhausabwässer. Da landen ja sämtliche Antibiotika, die nicht direkt im Patienten verbleiben, früher oder später in den Ausscheidungen des Patienten und damit in der Kanalisation früher oder später unterm Krankenhaus, sofern die da nicht irgendwelche speziellen Filtersysteme oder sonst irgendwas haben. Nee, also diese multiresistenten Keime, um mal den Fachbegriff zu verwenden, die sind hochgradig gefährlich, schlicht und ergreifend. Aber damit die entstehen können, also quasi der eine Keim, der noch übrig war, nachdem ihm 28 Antibiotika vorgesetzt wurden, der so nach und nach eben der Abkömmling ist von vielen verstorbenen Keimen, die kurz davor waren, eine Antibiotikaresistenz gegen Antibiotikum A, B, C, D, E, F, G bis H zu entwickeln und jetzt hat er irgendwann einer es wirklich geschafft, sämtliche Antibiotikaresistenzen in sich zu vereinen. Und wenn der jetzt als letzter noch übrig ist, dann breitet der sich wahnsinnig toll aus, weil kein Antibiotikum, das in diesem Krankenhaus jemals verwendet wurde, kann dem gefährlich werden, gefühlt. Ja, und solche Keime, die sind hochgradig tödlich und inzwischen gibt es auch in Sterbestatistiken, gerade von Industrieländern, je wohlhabender die sind, desto mehr spielen multiresistente Keime bei Todesursachen von speziell etwas älteren Patienten, da die längere Zeit im Krankenhaus verbracht haben, irgendwann eine Rolle. Ja. Aber das Gute ist jetzt, sowas passiert halt nur da, wo jede Menge Rückstände von Medikamenten in Form von menschlichen Ausscheidungen zusammenkommen. In der Natur, mitten in nirgendwo, passiert das nicht. Und die allermeisten Sachen, die wir als Medikament verwenden, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die allermeisten Sachen jedenfalls, ein paar Ausnahmen gibt's, ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr als ganz wenige, aber es sind nicht viele, sind halt bioaktiv und werden in irgendeiner Form in Organismen eine Wirkung erzeugen. Ja? Und wenn sie bioaktiv sind, dann sind sie in den allermeisten Fällen, da kann es auch wieder Ausnahmen geben, auch gut biologisch abbaubar. Meistens. Ja? So. Das heißt, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt und dann in die Landschaft geht und dann einen Baum pinkelt, dann hat man da wahrscheinlich nichts Schlimmes hinterlassen. So. Kann man das im Übrigen sowieso irgendwie vermeiden, wichtige Medikamente zu nehmen, bevor man in die Landschaft geht und an einen Baum pinkelt? Nee, deshalb ist das eigentlich im Grunde kein Thema, aber ich wollte es trotzdem mal aufgegriffen haben. So, es gibt ein Beispiel, ein prominentes, für ein im Grunde Medikament, das da eine Ausnahme darstellt, das ich sehr gerne verwende. Das ist vielleicht das meistverwendete Medikament von mir überhaupt, ja, also für mich persönlich. Und das nennt sich Diclofenac. Diclofenac, wer das nicht kennt, das ist der Wirkstoff in den Voltaren-Salben, die man sich auf Sportverletzungen und sonstiges Zeug ja gerne mal draufschmiert. Gibt's auch von Ratiopharm. Egal. Dieses Diclofenac ist meistens und nach diversen Studien ziemlich hochpotente Schmerz- und Entzündungshemmungsmittel. Hilft gegen beides sehr gut und hilft insbesondere bei rheumatisch-arthrosebedingten Schmerzen besonders gut. Also wer Arthrose oder Rheuma hat, der wird Diclofenac kennen und wahrscheinlich auch zu schätzen gelernt haben. Ja, mag Ausnahmen geben, aber das ist schon ein eher potentes Schmerzmittel, definitiv. Das gibt es theoretisch noch als irgend so ein Pflaster zum Aufkleben, das habe ich aber noch nie praktisch irgendwo gesehen, aber ich habe gelesen, dass das wohl existiert. Ansonsten als Tablette, die habe ich immer, wenn es mal dringender wird, die sind verschreibungspflichtig, kriegt man jetzt so erstmal nicht. Und gerne nehme ich auch welche mit, prophylaktisch auf längere Outdoor-Touren und frage vorher beim Arzt, ob ich nicht da wieder meine Packung haben könnte. Meistens habe ich auch noch irgendwelche rumliegen, aber wenn sie wirklich alle sind, kriege ich da auch prophylaktisch noch welche mit, falls mal unterwegs was wäre. Die weniger gute Variante, streng genommen, ist die Diclofenac-Salbe und da sind wir dann beim Voltaren. So, denn die schmiert man sich in meinem Fall aufs Knie,
selten mal woanders hin, wenn was anderes wehtut. Schulter war auch schon dabei, aber meistens das Knie. So, Problem ist jetzt folgendes. Diese Salbe, die enthält 5%, bis zu 5% Diclofenac. Ja, der Rest ist irgendwelche Schmierstoffe, irgendwas, was sich gut anfühlt, irgendwas, was kühlt, was auch immer. Von diesen 5% wird aufgenommen, vielleicht, wenn es gut läuft, 1,2% durch die Haut, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Das müsste dann schon wirklich, wirklich gut laufen. Und der Rest wird irgendwann abgewaschen. Ja? Das bleibt so lange auf der Haut kleben, bis es irgendwann abgewaschen wird. Wenn man das nächste Mal duschen geht, wenn man das nächste Mal durch hüfthohes Wasser wartet, wenn man das nächste Mal die Beine irgendwo ins Wasser hängt oder wenn es einfach einen sehr starken Regenschauer gibt und einem die Hose durchnässt oder man hat kurze Hose an oder was auch immer. Das wird sehr schnell abgewaschen. So, und das ist ein Problem, weil Diclofenac ist aufgrund seiner Molekülstruktur, ich habe jetzt nicht gelernt, wie man es aufmalt, aber es hat mehrere Ringe auch drin und es sieht recht kompliziert aus und das ist tatsächlich der Knackpunkt. Es ist nahezu unabbaubar für jeden biochemischen Prozess, der natürlich draußen stattfindet. Das heißt, die Diclofenac sammelt sich nach und nach in der Umwelt überall an und das ist gerade in Deutschland ein Thema, weil wir einen deutschlandweiten Verbrauch von 80 Tonnen Diclofenac im Jahr haben. Schockierend, hätte ich nie gedacht, dass das so viel ist. Ich meine, ich selber trage da auch zu bei, ja. Ich bin da also wirklich schuldig im Sinne der Anklage. Aber das ist krass, dass das so viel ist. So, wenn man jetzt die Tabletten frisst, dann denkt man, ja gut, das wird ja nicht abgewaschen, dann ist ja alles gut. Ja, da hast du aber auch nur eine Aufnahme von ca. 30% von dem, was in der Tablette drin ist und 70% pinkelt man in den nächsten Baum, um es mal deutlich zu machen. Und das sind dann schon mal ganz andere Konzentrationen. Also einerseits, bei der Salbe verliert man fast alles. Ja, die landet garantiert in der Landschaft, der Rest der Salbe und der Rest vom Wirkstoff und wird da nicht abgebaut. Bei der Tablette kannst du dir wenigstens noch aussuchen, wo du den Wirkstoff hinlegst, sozusagen, um es mal deutlich zu machen. Ja, nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Aber die Konzentration ist dann jedes Mal, wenn du irgendwo welchen hinlegst, halt viel, viel, viel höher als bei der Salbe. Ist also auch blöde. Und man kann sich nicht wirklich einen guten Ort aussuchen, um da Diclofenac zu deponieren. Das gibt's nicht wirklich, weil das wird immer in jedem Fall irgendwann vom Wasser abgewaschen. Und wenn man jetzt meint, ich lege das hier auf diesen Stein, auf diesen Berg, in Anführungszeichen lege ich es dahin, ne? Ihr wisst, wie ich meine, dann kommt der Regen und wäscht es runter und es landet irgendwo im Tal und sammelt sich gegebenenfalls irgendwo auch noch an, wenn häufiger Wanderer mit Diclofenac-Tablette intus irgendwo oben auf dem Berg was liegen lassen, ja? So, und was kann man da tun, wenn man das vermeiden möchte? Naja, entweder nix, weil man sagt, ich brauche das Zeug einfach, ja, ohne das komme ich draußen nicht vorwärts und ohne das habe ich draußen keinen Spaß und dann gehe ich einfach nicht raus, wenn ich das nicht habe, also muss ich das weiterverwenden und halt mit meinem Gewissen irgendwie ausmachen, dass ich nun mal eine Diclofenac-Quelle bin. Die gute Nachricht übrigens, wir können bisher nicht nachweisen, dass Diclofenac in den Konzentrationen, wie es draußen bisher so vorkommt, das wird natürlich noch mehr, aber selbst bei einer Verdreifachung, Vervierfachung, Verfünffachung oder Verzehnfachung von dem Zeug, ist es immer noch eine unglaublich geringfügige Menge und bei diesen Mini-Spuren, die Analysetechnik ist ja auch wirklich sehr gut geworden inzwischen, um sowas überhaupt nachweisen zu können, vielleicht ist das auch schon ganz lange da, wissen wir nicht, bei diesen winzigen Spuren hat das auch keine messbaren oder in irgendeiner Form bisher nachweisbaren Auswirkungen aufs Ökosystem. Also man muss nicht gleich ein super schlechtes Gewissen haben. Ja gut, bei höheren Konzentrationen muss ich noch ergänzen, kann das dann doch ein Thema sein, weil man Diclofenac auch schon als Tiermedikament eingesetzt hat, damit die halt weniger Gelenkentzündungen haben. Das kommt bei Massentierhaltung ganz gerne mal vor. Und dann kamen die Geier, wenn mal draußen auf der Weide doch mal eine Kuh verendet ist oder ein anderes Tier ist ja Wurst und die Geier fressen dann das verendete Tier oder knabbern es zumindest an und davon gehen dann die Geier ein, weil Geier mit Diclofenac ein Problem haben und dann Nierenschäden davon tragen. Außerdem bei Eintrag ins Gewässer kann es Forellen killen. Ja, das sind so die Sachen, die bisher nachgewiesen sind. Aber dafür braucht man schon Konzentrationen, die über einen Wanderer pinkelt mal eben gegen einen Baum deutlich hinausgehen.
Die einzige Alternative, wenn man das vermeiden möchte, besteht darin, alternative Schmerzmittel zu verwenden. Ein Beispiel für hervorragende Abbaubarkeit ist Aspirin. Aspirin hat diverse Nachteile. Die meisten werden es wissen, dass es zum Beispiel bei der die Blutgerinnung etwas hemmt, das Blut etwas dünner werden lässt. Das kann von Vorteil sein, das kann von Nachteil sein. Gerade wenn man mit der Blutgerinnung ohnehin schon Schwierigkeiten hat, dann wird man kein Aspirin haben wollen. Manche Leute kommen da auch wirklich aus anderen Gründen nicht mit klar, aber Aspirin wäre zum Beispiel super biologisch abbaubar. Ja, das kannst du, da kannst du wirklich die Tabletten so in die Landschaft schmeißen. Da passiert nicht viel Schlimmes. Also, für wen es wirklich wurscht ist, welches Schmerzmittel man nimmt. Ne? Die anderen, die sind irgendwo so dazwischen. Die sind jetzt kein Diclofenac, die sind aber auch kein Aspirin. Wahrscheinlich wäre zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen und sowas, die sind schon irgendwann mal biologisch abgebaut. Die Glofenac halt nie. Gefühlt nie. Also seit nach 5000 Jahren vielleicht mal Halbwertszeit oder irgendwie sowas. Da bin ich absolut schuldig. Ich habe schon einiges von dem Zeug in der Landschaft liegen lassen, ohne zu wissen, dass das überhaupt ein Problem ist. Ich weiß jetzt seit ungefähr einem Jahr, vielleicht anderthalb, dass das mit dem Zeug überhaupt eine Rolle spielt. Tja, dumm gelaufen. Aber mitnehmen werde ich es weiterhin. Ich werde halt gucken, dass ich es nicht verwende, wenn ich es nicht wirklich brauche. Aber wenn ich es brauche, dann werde ich es auch verwenden. Das ist mir dann mein eigenes schmerzfreies Dasein dann halt wirklich einfach wert. Egoismus, ne? Jo. So, dann gibt es die schönen PFCs. Das sind die Perfluorkohlenwasserstoffe. Irgendwie sowas. Die zeichnen sich dadurch aus. Moment, ich male da mal was auf. Machen wir kurz nochmal Schnitt. Also, folgendes. Das hier, das ist, glaube ich, ein Butan. Ach, scheiße, ich habe die blöde Nomenklatur vergessen. Aber jedenfalls ist es ein 4C-Kettchen. Das ist ein ganz einfacher Kohlenwasserstoff, ein Alkan. Alkan heißt es auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Und hat eine Kette aus 4C-Molekülen und überall, wo kann, hängt da noch ein kleines Wasserstoff dran. Ne? C kennen wir, ist Kohlenstoff, Wasserstoff ist ein H. Super simples Molekül, Biochemie, erste Vorlesungsstunde, ja, total einfach. Jetzt, wenn wir bei so einem Ding, ja, das kann man übrigens anzünden, das brennt. Gibt es auch in gasförmig übrigens und in Kartuschen, theoretisch. Wenn wir jetzt hier sämtliche H's durch F's ersetzen, ja, ich mache das mal in der oberen Reihe, weil ich bin faul, dann bekommen wir, also ihr müsst euch das einfach vorstellen, dass wir alle H's durch F's ersetzt haben, dann bekommen wir einen Perfluorkohlenwasserstoff und in diesem Fall halt einen mit 4C-Atomen und jede Menge Fluor drumherum. So, und so ein Fluor, da muss man jetzt wissen, das ist das reaktivste Element mit der höchsten Elektronegativität, das wir so haben im Periodensystem der Elemente. Das heißt, Fluor reagiert mit Ausnahme von ein paar Edelgasen mit allem. Fluor ist krass reaktiv. Aber das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt so ein Fluor-Verbindungsdingens uns nehmen, ja, dann hat es ja schon reagiert. Und dann klebt hier der Fluor mit einer unglaublichen Energie an den Kohlenstoffen fest. Weil der Fluor halt eben diese unglaubliche Energie auch mitbringt. Ja? Haben wir irgendein Molekül und es kommt ein Fluor daher, der ist so reaktiv, der bombt sich da irgendwie rein, bombt da irgendwas anderes ab. Und bei dieser Bomberei passiert meistens irgendwas Lustiges, also Explosion, Blubbern, Hitzeentwicklung, Gas, ja, irgendwas Lustiges halt. Bei der Herstellung von so einem Zeug passiert garantiert auch in irgendeiner Form irgendwas halbwegs Lustiges. Nicht ganz so lustig, wie man manchmal gerne hätte. Also ich bin ja ein Fan von deswegen sollte ich auch nicht Chemiker werden, weil ich immer will, dass irgendwas explodiert oder zumindest blubbert oder sowas. Zisch. Aber wenn wir das jetzt mal zusammengebaut haben, ja, dann sitzt da eben dieser krass reaktive Fluor mit seiner ganzen Power, mit der er in eine Bindung eindringt und sich da festsaugt sozusagen, ja, und deshalb auch mit allem reagieren kann, der hängt da dann unglaublich fest dran.
Also so richtig, richtig bombenfest. Und wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, MacGyver ist und sein Schweizer Messer dabei hat, dann kriegt man den Flur da auch nicht mehr ab. Und das bedeutet, so eine Fluorkohlenwasserstoffgeschichte ist total unreaktiv. Ja, die ist chemisch total träge, die reagiert mit nahezu nichts. So, und jetzt hat sie noch eine weitere schöne Eigenschaft, die sie für den Outdoor-Bereich interessant macht und für Bratpfannen, Teflon. Nämlich, die Oberflächenspannung von dem Zeug ist quasi nicht existent. Wasser hingegen hat eine relativ hohe Oberflächenspannung. Weiß man, wenn man mal einen Wassertropfen auf irgendeiner glatten Oberfläche sich angeguckt hat. Ich könnte jetzt einen Wassertropfen holen. Ich habe aber nur Cola. Deswegen lasse ich das. Und so ein Wasser macht ja diese Linse auf einer glatten Oberfläche, ja, und fließt nicht gleich weg und bildet eben diesen Tropfen, der erstmal hängen bleibt. Hat eine gewisse Haftwirkung. Und genau das Gegenteil von dieser hohen Oberflächenspannung, die Wasser hat, mit der es also eine gewisse Haftwirkung hat, ist eben so ein Flurwässerchen, ne? So ein PFC-Wässerchen. Das hat quasi überhaupt keine Oberflächenspannung und verteilt sich damit super fein als ganz, 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 ganz feiner Film über eine Oberfläche, die man damit halt benetzen möchte. Bleibt da auch ganz gut haften. Ganz gut ist nicht super toll. Das ist genau nämlich das Problem. Aber ganz gut erstmal. So, und wenn wir jetzt auf einer Oberfläche eben eine Schicht von diesem Flurzeugs kleben haben und es regnet da drauf und Wasser kann sich mit diesem Flurzeug so gar nicht verbinden und kommt auch mit dieser Struktur nicht klar, dann perlt das Wasser ab und ist weg. So, und das wäre jetzt doch tendenziell eigentlich ganz cool, sowas auf seinen Regenklamotten drauf zu haben. So eine Schicht, auf die es drauf regnet und das Wasser perlt sofort ab und ist weg. Ja, und genau das gibt's. Und genau das ist das Problem. Weil dieses Zeug, wie ich schon gesagt habe, haftet zwar an Oberflächen und haftet da auch ganz gut, aber ganz gut ist halt eben nicht ewig. Und irgendwann wird es abgerieben, meistens mechanisch. Ne? Es ist nicht, dass es vom Wasser abgespült wird. Ja, gut, irgendwann vielleicht mag auch mal das ein oder andere Molekül vom Wasser tatsächlich mal weggespült werden, weil ja das Wasser auch eine gewisse mechanische Spülwirkung hat. Nicht nur eine chemische Lösungswirkung, sondern auch mechanisch mal was wegspült. Sehen wir an beliebigen Schluchten, die das Wasser eingeschnitten hat. Und dann ist es erstmal wieder weg. Das schöne Flur. Dann können wir mit der Spraydose kommen und uns neues Flur draufsprühen und dann ist unsere Jacke wieder entsprechend dicht und hat wieder ein tolles Abperlverhalten und alles super. Das Dumme ist nur, wo liegt jetzt diese Flurverbindung? Ja, irgendwo am Boden. Und was macht sie da? Ja, da liegt sie. Und wie lange macht sie das? Ja, immer. Und das ist das Problem. Jetzt ist mein Akku leer. So. Also Problem 1, das Zeug ist quasi nicht wegzukriegen und lagert sich irgendwo im Ökosystem ein, wo es nicht hingehört, wo es jedenfalls vorher nicht gewesen ist, bevor wir es dahin gebracht haben oder es dahin getransportiert wurde von natürlichen Prozessen. Schöne Beispiele, das Zeug gibt es sowohl in messbaren Konzentrationen im grönländischen Eisschild und das liegt nicht daran, dass Touristen mit ihren entsprechenden Allwetterjacken auf dem Eisschild rumlaufen und dadurch, dass so viel dahin gekommen ist, okay, spielt vielleicht auch mit eine kleine Rolle, aber primär liegt es einfach daran, dass wenn es einmal in der Atmosphäre angekommen ist, dann kann es vom Wind verweht werden, vom Winde verweht, dann kann es vom Wasser transportiert werden, dann kann es wie auch immer überall landen, bis es halt irgendwo mal wohin kommt, wo es nicht mehr wegkommt. Und das ist zum Beispiel so ein grönländischer Inlandeisschild oder die Antarktis, da gibt es das Zeug nämlich auch. So, richtet es da große Schäden an, dadurch, dass es da ist? Eigentlich nicht. Es kann aber passieren, dass das Zeug tatsächlich aufgebrochen wird, diese super stabile Geschichte da, durch die größte Kraft, die es zumindest in unserem Sonnensystem gibt, und das ist Sonne, wie der Name schon sagt. Denn mit UV-Strahlung kriegst du im Grunde irgendwann fast alles irgendwie so halbwegs klein, nicht unbedingt kaputt, aber zumindest mal klein. Und das kann dann wohl irgendwie über lange Zeiträume dann auch mal sein, dass die Dinge aufgebrochen werden. Und dann kriegst du daraus quasi so was Ähnliches, damit man das sich ein bisschen vorstellen kann, weil so ähnlich wie FCKW, Fluorkohlenwasserstoffe, ne? PFC, Perfluorkohlenwasserstoffe, da ist irgendwie so eine kleine Ähnlichkeit im Namen feststellbar und dann halt eben auch die ähnliche Wirkung wie FCKWs hat und uns dann theoretisch mal wieder die Ozonschicht kaputt gemacht macht. Gut, was steht denn jetzt noch so auf der Liste? Also dieses Zeug, dieses PFC-Zeugs, das ist halt einfach
Achso, und wie kann man vermeiden, mit PFC-Zeugs die Landschaft zu tapezieren? Naja, man kauft sich keine Regenklamotte mehr, die noch mit PFC-Zeug imprägniert ist. Das ist noch der Fall bei den billigeren Sachen, da ist das noch drauf, ne? Da hat man einfach drauf geschissen. Bei den teureren Sachen hat man meistens inzwischen eine PFC-freie Imprägnierungsmethode verwendet. Das Dumme ist, dass die PFC-frei nicht unbedingt besser sind. Ne? Die sind umweltverträglicher und die sind schöner und moralisch ethischer, machen sie mehr Spaß. Aber nicht unbedingt technisch besser. Das ist so ein bisschen der Haken. Ich sage jetzt nicht, die sind viel schlechter, aber besser sind sie sicherlich nicht. Oder wenn man schon so ein Zeug hat, wo mal PFC drauf war, dann muss man, wenn man es nachimprägniert, halt einfach darauf achten, dass man ein Imprägniermittel nimmt, das PFC-frei ist. Ja, das heißt, man macht hinterher dann halt irgendwas weniger Gutes in Anführungszeichen drauf. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich will nicht sagen, die PFC-freien Sachen sind schlechter als die PFC-haltigen. Also die Imprägnierfähigkeit meiner Jacke, seit ich meine Outdoor-Jacke, meine Regenjacke hier, seit ich da umgestiegen bin von PFC-haltigem Zeug auf nicht PFC-haltiges Zeug, muss ich sagen, ist die Imprägnierfähigkeit jetzt nicht unbedingt besser geworden. Also bei mir merke ich schon eine weniger gute Leistung der PFC-freien Alternative, als eben die PFC-haltige böse Alternative noch hatte. Ist ja oft so, dass böse ist. Meistens besser. Ist die dunkle Seite stärker? Nein, schneller, verführerischer, nicht stärker. In diesem Fall weiß ich nicht. Gut, ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Mikroplastik. Mikroplastik, das ist ganz lustig. Das kann man wirklich fast nicht vermeiden, es sei denn, man ist jemand, der sehr gerne sehr schwere Sachen durch die Landschaft schleift. Denn sobald man irgendwelche Klamotten mit Kunststoffanteil, so wie dieses Hemd, sein Vlieshemd, mein Vlies-Holzfällerhemd, ich habe es deswegen an, eigentlich ist es zu warm, weil ich es endlich mal wiedergefunden habe. Ich dachte, es sei verschollen, aber ich habe es wiedergefunden. Es ist 20 Jahre alt, irgendwie sowas. Und ich mag es gern. Es hat auch irgendwo einen Fleck, macht aber nichts. Wann immer man irgendeine Kunststoffklamotte trägt, egal wie alt die ist, und wenn sie super alt ist, ist sie irgendwann ja fast schon nachhaltig, könnte man meinen, weil das... Ne? Man hätte sich in den 20 Jahren auch noch andere Holzfällerhemden kaufen können. Habe ich aber nicht. Ich habe nur das eine. Fast schon nachhaltig. Das Dumme ist nur, wann immer du halt mit Plastikklamotte irgendwo hängen bleibst, dann löst sich eine Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Plastikfaser. Und diese Mini-Mini-Mini-Plastikfaser ist Mikroplastik. Ja? Die kann man dann noch klein machen, nach und nach. Aber früher oder später sind das winzige Plastikpartikel, die können beliebig klein werden, ohne biologisch abbaubar zu sein. Und das ist das große Problem eben mit den Kunststoffen. Kaum ein herkömmlicher Kunststoff, es gibt auch biologisch abbaubare, das ist ja jetzt ein Thema, Bioplastik und so ein Kram, großes, großes Thema, sehr spannend, interessant. Aber was wir so momentan an Klamotten haben, die allermeisten, da gibt es jetzt auch schon inzwischen wieder Möglichkeiten, dass man mit Bioplastik und so weiter. Aber die allermeisten Klamotten, die wir so haben, bestehen halt aus biologisch nicht abbaubarem Plastik, wenn es Plastikklamotten sind. Und als solche geben sie bei jedem Mikroplastik ab. Wenn auch nur sehr, sehr wenig. Und vielleicht auch nicht jedes Mal, aber doch nach und nach. Und vor allen Dingen bei der Wäsche. Zum Teil kann man das mal mehr, mal weniger, und technisch gesehen wäre es wohl irgendwie möglich, das Zeug bei einer normalen Wäsche irgendwie technisch dann nochmal wieder aus dem Wasser rauszukriegen, bevor das Wasser im Meer landet. Ich sag technisch möglich. Inwieweit das umgesetzt wird, weiß ich nicht. Glaube ich, befürchte ich, wird nicht in dem Umfang umgesetzt, wie man das gerne haben würde. Das sicherlich nicht. Wenn wir draußen sind und draußen unsere Klamotten waschen und auf dem Stein Schrubb-Schrubb machen, da haben wir logischerweise keinen Mikroplastikfilter. Also wann immer wir unsere Outdoor-Klamotten, die im Regelfall eben nun mal aus Kunststoffmaterial bestehen, draußen irgendwie Schrubb-Schrubb machen, dann lassen wir Mikroplastik in der Landschaft. So, und selbst wenn wir uns jetzt antun wollen, eine komplett plastikfreie Ausrüstung durch die Landschaft zu schleifen, was man für Trekkingtouren quasi nicht kann, ja, außer man sagt, man macht nur 10 Kilometer am Tag und man hat Spaß, an 40 Kilo durch die Landschaft zu schleppen. Oder, das ist jetzt natürlich übertrieben. Aber für eine richtige, ambitionierte Trekkingtour habe ich noch niemanden gesehen, der alles in Baumwolle durch die Landschaft schleift. Bio-Baumwolle übrigens, wenn dann. Ja, schön teuer.
oder Wolle oder was halt auch immer. Ich meine, das hat man natürlich gemacht vor 60 Jahren, vor meinetwegen 100 Jahren. Ich weiß es gar nicht, wie lange das her ist, dass man noch gar keinen Kunststoffklamotte hatte. Aber ja, das ist nicht wirklich machbar. Nicht wirklich. Mal so auf Hobby-Ebene und für einen kleinen Spaziergang im Wald und wenn man ohnehin nur ein paar Kilometer zurücklegen möchte, ist das alles kein Thema, ja. Und als sportliche Herausforderung oder sowas mag das auch nochmal angehen, aber auf die Dauer ist das echt nicht machbar, glaubt mir. Das heißt, ist Mikroplastik in der Landschaft zu lassen ein notwendiges Übel, wenn man mit Kunststoffklamotten in besagter Landschaft unterwegs ist? Ja, ich habe jedenfalls noch nicht herausgefunden, wie man das irgendwie verhindern könnte. Ich hatte mal überlegt, ne, zum Mitdenken, wer dazu mitdenken möchte, ob man, wenn man doch ohnehin einen großen Pumpsack für seine Isomatte dabei hat, den berühmten Schnotzelsack, den einen oder anderen wird das was sagen, ja, dann könnte man doch in diesen großen Pumpsack, der wasserdicht ist, theoretisch ein bisschen Wasser reinmachen, ein bisschen Outdoor-Seife, irgendwie sowas reinmachen, Klamotten reinschmeißen, Sack oben zumachen und dann diesen hier machen. Schüttel, 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 wring, 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 drück, 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 wie auch immer. So haben wir schon gewaschen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Du hast dann quasi so deine mobile Waschtrommel und so weiter und so fort. So, soweit ist das Zeug dann sauber halbwegs und passt und gut ist und jetzt will man das Wasser ablassen. Wenn man jetzt an das untere Ventil von diesem Sack möglicherweise ein super, super feines Sieb oder so eine Art Teesieb oder so ein Filterpapier, Kaffeefilterpapier oder sowas um den Dreh, wenn man das da irgendwie halbwegs vernünftig festmachen könnte, ja, und dann einfach die Zeit mitbringt zu warten, bis das Wasser durch diesen Kaffeefilter oder Teefilter, was auch immer, durchgelaufen ist, dann müsste das doch theoretisch, ich meine, das ist ein Mordsaufwand und wahrscheinlich macht das eh kein Mensch, aber theoretisch, ja, nur für die Überlegung, müsste das dann doch auch die meisten, zumindest mal die halbwegs gröberen, Plastikpartikelchen auch zurückhalten. Und man könnte diesen Filter dann einfach zum sonstigen Müll, den man ja auch irgendwie unterwegs produziert, dazu tun und den dann mal irgendwo entsorgen, wo es dann halt zumindest nicht mitten in der Wildnis landet, das beliebte Mikroplastik. Wäre das ein Thema? Habt ihr dazu eine Meinung? Wenn ja, würde mich interessieren. Ansonsten, Schuhsohlenabrieb ist auch Mikroplastik. Böse Welt. Das ist echt scheiße, aber ist so. Leider, leider, leider. Aber dazu habe ich jetzt wirklich keine Lösung. Es gibt theoretisch Schuhsohlen aus Material, das kein Mikroplastik enthält, beziehungsweise auch keins produziert, wenn man die abreibt. Aber bei Wanderstiefeln habe ich das noch nie gesehen und auch nicht bei sonstigen Wanderschuhen. Daher erstmal wahrscheinlich auf längere Zeit keine Möglichkeit, das zu vermeiden. Nächstes Thema. Das war das Mikroplastik. Spiritus. Was passiert, wenn einem der Spirituskocher umfällt? Im ausgeschalteten, also nicht brennenden Zustand. Was passiert, wenn einem brennend umfällt, muss ich niemandem sagen, ja? Sondern eben im ausgeschalteten Zustand oder einem die Spiritusflasche umkippt oder sie hat ein Leck. Letzteres kommt durchaus mal vor, habe ich schon mehrfach erlebt bei verschiedenen Leuten, inklusive mir selbst, dass man da mal gerne ein bisschen Spiritus verliert und dann riecht alles so schön. Und wenn das Essen welchen abbekommt, dann ist besonders lustig. Ja, nicht. Aber ist das schlimm für die Umwelt? Tatsächlich nee, da sind zwar diese Vergärstoffe drin, die dafür sorgen, dass man das Zeug nicht trinken möchte, aber die sind eigentlich für die Umwelt relativ harmlos, die sorgen nur dafür, dass das uns unglaublich scheiße schmeckt. Das heißt, wegen den Vergärstoffen muss man sich keine Sorgen machen und der Rest ist Ethanol und Ethanol ist ein Produkt, das auch in der Natur vorkommt. Relativ häufig sogar von verschiedenen Bakterien standardmäßig gebildet wird. Was glaubt ihr, wo wir den Alkohol herhaben? Ne? Von Vergären von Obst. Und das ist nun mal ein Bioprozess, unter anderem Obst. Man kann jede Biogasse vergären. Biomasse, Deutsch, kann man vergären. Also man kann auch Holzgeist entsprechend herstellen, was dann wirklich ein Schnaps aus vergärtem Holz ist. Also nicht unbedingt ist, aber es wäre möglich, einen solchen Holzgeist herzustellen. Woraus das Zeug des Holzgeist heißt und tatsächlich als Holzgeist verkauft wird, besteht, bin ich mir nicht sicher, ob das einfach nur wirklich vergärtes Holz ist. Aber ja, jede Biomasse kann man zu irgendeinem wahrscheinlich relativ mies schmeckenden Schnaps verarbeiten. Der hat dann halt nur eben nicht besonders tolle Aromastoffe drin, was ja der Sinn, beziehungsweise der
Der Sinn ist wahrscheinlich schon eher der Alkohol bei Schnaps. Aber der Geschmack, der liegt dann eher an anderen Faktoren als dem Alkoholgehalt. Ja. Ja. Also Spiritus und die Landschaft kippen, da muss ich ausnahmsweise mal in Warnung geben, das ist nicht weiter dramatisch. Sollte man vielleicht nicht im riesigen Umfang tun, der killt dann auch ein bisschen hier, wo er halt hinkommt, killt er Bakterien, Viren, sonstige Mikroorganismen, die werden das nicht überleben. Eine Pflanze, die das volle Kanne auf die Wurzel bekommt, ist da vielleicht auch nicht unbedingt glücklich darüber, aber das war's dann auch. Ja, dann ist da kurzfristig an der Stelle halt mal ein bisschen der Boden desinfiziert und dann ist das Zeug verdampft oder irgendwann abgebaut und dann ist es weg und dann ist das ist also wirklich nicht schlimm. Anders schaut es aus mit Benzin. Wer mit Benzinkocher unterwegs ist, hier. Benzin, jeder Tropfen, den man in die Landschaft kippt, ist schon ein Problem. Man kennt das ja mit Öl, ne? Wenn man Ölleck im Auto hat und das Öl fließt einem da irgendwie aus dem Auto und irgendwo in die Landschaft, ins Naturschutzgebiet, am besten ins Wasserschutzgebiet, solche Späße. Da gibt es ja dann immer so lustige Zahlen, ein Tropfen Öl kann so und so viel Liter Trinkwasser vernichten, vergiften, kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen. Eben weil das doch recht bekannt ist, habe ich dazu gar nicht viel recherchiert. Mit Benzin ist nicht ganz so schlimm wie mit Öl. Das hat auch eine gewisse Flüchtigkeit. Man kann also dahingehend beruhigt sein, wenn man zum Beispiel ein paar Tropfen Benzin auf einen sehr sandigen Boden träufeln lässt. Aus Versehen. Beispielsweise beim Rumhantieren mit dem Kocher, dann sind da noch ein paar Tropfen drin, die fallen dann da raus. Die landen ja nicht direkt im Grundwasser und auch nicht direkt irgendwo, wo sie viel Schaden anrichten können, sondern fallen erstmal auf einen ziemlich sandigen Boden. So, bevor die jetzt da unten überhaupt irgendwie tief eingedrungen sind, sind die schon wieder verdampft und machen sich davon als Gas und dann ist der Schaden auch nicht besonders groß. Bei ein paar Tropfen. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, die ganze Flasche kipp, 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 weil da ist ja noch was drin und man will mit dem Flieger nach Hause fliegen und muss die Flasche irgendwie leer machen, einfach in die Landschaft zu kippen. Nein, das machen wir nicht. Das hat dann durchaus eine gewisse Chance, in irgendeiner Form dem Grundwasser, einem sonstigen Gewässer oder sonst wo zu landen, wo es tatsächlich jede Menge Organismen killen kann, wo es das Ökosystem sehr stark durcheinander bringen kann. Und da reichen tatsächlich geringfügigste Mengen, um einen kleinen Tümpel beispielsweise schon massiv, ich sag mal, zu schädigen. Ja? Ob der jetzt gleich umkippt oder gleich völlig vernichtet ist und so weiter, das weiß ich nicht im Detail. Aber Benzin irgendwo in der Natur, in einem empfindlichen Ökosystem, in die Landschaft kippen, nein, auf keinen Fall machen. Müssen wir, glaube ich, auch nicht großartig weiter drüber reden. Aber nochmal so ein paar Tröpfchen und so, wenn man sich deswegen schon gleich Sorgen macht, da kann eigentlich nichts passieren. Es sei denn, ihr kocht im Sumpf, ja, direkt im Sumpfwasser. Dann schon. Wie soll das gehen? Ne? Gut, eine Feuerstelle. Eine Feuerstelle, das wissen auch viele Leute nicht. Woher wissen wir denn, dass der frühe Homo sapiens, ja der ganz frühe Homo sapiens, einen gewissen, ja bereits Feuerstellen gehabt hat, das Feuer bereits entdeckt hat und das Feuer genutzt hat, um sich eben gekochte Nahrung zuzubereiten, die unserem doch eher sehr unspezialisierten, langweiligen und nicht sehr leistungsfähigen Magen-Darm-Trakt so ein bisschen entgegenkommt. Ja, also im Vergleich zu anderen Viechern ist unserer wirklich nicht besonders beeindruckend. Ja, wir wissen es deswegen, weil wir Feuerstellen gefunden haben, die uralt sind. So, und was können wir daraus schließen? Feuerstellen kannst du super lange noch nachweisen. Insbesondere, wenn sie sehr lange am selben Ort gestanden haben, gebrannt haben, dann sind die über Jahrtausende noch nachweisbar. Die jüngsten Sachen, die wir im Wald so finden, wo man relativ einfach, wenn man weiß, wonach man gucken muss, noch feststellen kann, dass es hier mal eine sehr große Feuerstelle gegeben hat, sind Köhlerplätze im Wald, wo Holzkohle hergestellt worden ist, wo mal der Meiler gestanden ist. Ich hoffe, das ist ein Begriff, wenn nicht, mal googeln oder warten, bis ich dazu mal ein ganz ausführliches Video mache, habe ich auch mal irgendwann mal vor. Und ja, oder habe ich das schon gemacht? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, irgendwo erwähnt habe ich es mit Sicherheit. Sowas kann man wirklich super lange nachweisen und man sieht dann auch einfach am Boden, an der strukturellen Veränderung des Bodens, dass es hier eine Feuerstelle gegeben haben muss. Wenn man jetzt also im Wald hockt und macht sich dann eine Feuerstelle, ob man es jetzt darf oder nicht, sei es mal dahingestellt. Normalerweise in Deutschland darf man es nicht, in Skandinavien darf man es oft schon. Andere Länder, andere Sitten, in der Schweiz zum Beispiel darf man es teilweise auch.
dann sieht man das. Ja? Und wer nicht möchte, dass man hinterher sieht, dass dann eine Feuerstelle gewesen ist, insbesondere derjenige, der da wirklich danach sucht, dann besteht die Möglichkeit, dass man vorher den Ort, wo man sein Feuerchen machen möchte, ein bisschen erhöht mit Sand überdeckt. Ja? Da müsst ihr natürlich irgendwo Sand hernehmen. Anzumerken wäre natürlich das Flussbett das nächste. Da gibt es immer irgendwas Sandiges. Dann holt man sich da 2, 3 Schüsseln, Töpfe, Eimer, was man halt hat, Schaufel, Hüte mit Sand und kippt den sich da hin. Und wenn der ungefähr so breit ist, diese Sandschicht, dann kann man da drauf auch ein mittleres Feuer machen. Was Größeres als mittleres Feuer machen wir sowieso nie, betone ich ja auch immer wieder gerne, wenn es unbedingt ein mittleres sein muss. Noch besser wäre natürlich ein kleines. Das kann man da drauf machen. Ja. Hinterher, wenn das Feuer gebrannt hat, kann man die restlichen Hölzchen, wenn man noch welche übrig hat, die da so angekohlt sind, schön großflächig verteilen. Nachdem sie aus sind. Wichtig! Nachdem sie wirklich, wirklich, wirklich aus sind. Und dann kann man diesen Sand einfach wieder zurück in den Bach schmeißen. Und das ist so ziemlich die einzige praktikable Möglichkeit, die ich kenne, wie man verhindern kann, dass jemals irgendjemand erfährt, dass an dieser Stelle mal jemand ein Lagerfeuer gemacht hat. Für wen das wichtig ist, ja? Natürlich die Tatsache, dass man mal irgendwo ein Feuer gemacht hat, desinfiziert erstmal den Boden. Und zwar ziemlich tiefgründig. Ja, da lebt dann erstmal nichts mehr direkt unter der Feuerstelle und natürlich auch mit einer gewissen Ausbreitung nach links und rechts, wenn sich das alles aufheizt. Irgendwann. Das kommt darauf an, wie lange das Feuer brennt, das kommt darauf an, wie groß das Feuer ist. Aber ja, das hat dann halt eine kleinräumige, desinfizierte Stelle Boden zur Folge. Der wird dann schon irgendwann wieder belebt sein, nachdem die Feuerstelle dann halt nicht mehr genutzt worden ist, eine Zeit lang. Und irgendwann wiederholt sich das auch alles wieder. Und wenn ich irgendwann sage, meine ich in diesem Fall nicht tausende von Jahren, sondern ein paar Jahre. Ja, vielleicht auch schneller. Das kommt immer wirklich sehr stark auf die Größe des Feuers an. Aber ich wollte das nur nochmal betonen, weil viele Leute einfach gar nicht wissen, abgesehen davon, dass sie den Wald nicht anzünden wollen, was so eine Feuerstelle noch anrichtet, in Anführungszeichen. Ja, und wie lange man die aufspüren kann, wenn man weiß, wonach man suchen möchte und falls man suchen möchte. So, dann kommen wir zum Mückenschutz. Für Mückenschutz, also diesem Spray, habe ich da auch noch, habe ich irgendwo, Moment. Hier habe ich, das ist mein Nix-Mückenschutz. Das sind Reste von allem Möglichen, wo halt noch ein bisschen was drin war, was man dann einfach in dieser Flasche mal zusammen gemixt hat und gefühlt hilft der am besten. Könnte ich mir aber auch nur einbilden. Deshalb ist da auch kein Etikett mehr drauf und alles. Aber es gibt die Marktführer, beides zwei sehr gut verkaufte Sorten und auch da, da ich ja noch keine bösen Links mit dem Teufel Pakte mit dem Teufel links, ich glaube, so muss man das nennen, mit Amazon gemacht habe. Und solange ich das nicht gemacht habe, kann ich auch noch übers Herz ziehen, das ist das Schöne dabei. Ist übrigens auch ein Thema, wenn ich jetzt dauernd böse von Amazon rede, kann ich dann bei denen überhaupt noch Affiliate Links, also Partner werden, dass ich dann überhaupt noch Affiliate Links setzen kann? Also wenn die das mitkriegen, prüfen die das vorher? Egal. Erstmal sowieso kein Thema, aber die zwei Wirkstoffe, die da eine Rolle spielen, sind einmal Icaridin, kennt kein Mensch, und DEET, D-E-E-T. Das kennt man hingegen schon, hat man schon mal irgendwo gelesen. Wenn irgendwo DEET drin ist, dann werben sie auch komischerweise immer damit, dass DEET drin ist. Mit Icaridin wirbt kaum jemand. Wo ist Icaridin drin? Autan. Autan hat man wiederum mal gehört, ne? Und DEET ist zum Beispiel in Antibrum drin und in, wie heißt denn das andere Ding? Jungle irgendwie sowas. Da ist das auch drin. So, früher gab es noch das hervorragende Anti-Mücken-Zeug von der Bundeswehr, hat garantiert Mücken abgehalten, Menschen, Tiere,
Kugeln. Man stank so sehr, selbst die Kugel dreht wieder um, bevor sie ankommt. aber leider habe ich das Zeug nur einmal ganz, ganz kurz mal einmal schnüffeln dürfen. Meine Militärzeit war dann auch schon wieder zu spät. Da gab es das Zeug schon offiziell nicht mehr. War nämlich leberschädigend und wirklich nicht gesund, aber effizient. Gut, soweit ich weiß zumindest. Jetzt folgendes. DEET, also Antibrumm. Das ist wahrscheinlich fürs Ökosystem relativ harmlos, weil es wahrscheinlich relativ gut und relativ schnell biologisch abbaubar ist. Soll heißen, wenn man sich mit dem Zeug von vorne bis hinten einnebelt und dann wird es einem irgendwann abgewaschen, weil man halt nass wird, dann liegt es im Boden, da wird es abgebaut und dann ist es weg und dann ist gut. Da muss man sich also erstmal wenig bis keine Sorgen machen, so wie wirkt DEET. Da gibt es zwei Theorien, so ganz genau weiß das offensichtlich noch keiner. Einmal Möglichkeit Nummer 1 ist, dass das durch seinen entsprechend spezifischen Geruch unsere menschlichen oder halt Säugetierausdünstungen, es sind ja Säugetierausdünstungen, Mücken wollen ja zu allen Säugetieren und nicht zwingend jetzt zu Homo sapiens. Nämlich, dass wir CO2 ausatmen und irgendwas über Schweiß, glaube ich, da wirkt es auch irgendwie so ein bisschen entgegen. Und das ist halt das, was der Detektor der Mücke wahrnimmt und dadurch weiß die Mücke, oh, da ist jemand, den ich stechen kann. Ja, jemand, der massive Mengen an CO2 ausatmet, also ein größeres Säugetier. Das wird einerseits wohl scheinbar überdeckt, dass man uns also nicht mehr riechen kann aus der Ferne, wenn man eine Mücke ist. Was erklärt, weshalb, also zumindest ich habe das beobachtet, wenn ich DEET-Produkte verwende, dass dann auch gar kein im größeren Umkreis weniger Mücken am Rumfliegen sind. Ja? Wenn man hingegen Autan verwendet, also das Icaridin-Dingens da, dann sind die Mücken schon noch da. Das heißt, die fliegen irgendwo in der Nähe rum, aber stechen tun sie mich auch nicht mehr. Also so genau schwer festzumachen. Die andere Alternative, wie DEET wirken könnte, liegt einfach darin, dass es für Mücken stinkt und sie sich dann grundsätzlich fernhalten, weil sie diesen Geruch nicht mögen. Jedenfalls, ja, mit dem Abbaubar. Ja, es geht halt nicht besonders schnell wahrscheinlich. Es geht, aber, nö. So, hinsichtlich nämlich der Abbaubarkeit. Rein von der Molekülstruktur her ist das Icaridin freundlicher. Also das dürfte deutlich schneller weg sein im Ökosystem und schneller zersetzt sein, weil es eine weniger komplizierte Molekülstruktur hat, mit mehr, ich sag mal, Aufbruchstellen, wo man mit der Biochemie quasi ansetzen kann und schrauben kann, um das ganze Ding zu zerlegen. Bakterien, Pilze und andere Organismen, die sowas halt eben entsprechend tun. Da hat es ein paar mehr Ansatzstellen zum Schrauben und deswegen ist es halt schneller weggeschraubt als das doch ein bisschen stabilere DEET. Aber das Icaridin, dazu gibt es eine umstrittene Studie, die ist aber wirklich ziemlich umstritten, wo man angeblich nachgewiesen haben möchte, dass das toxisch für eine bestimmte Molchpopulation, ich glaube irgendwo in Mexiko oder sowas gewesen wäre, bei eben einem gewissen Anteil von diesem Zeug im Gewässer. Und im Gewässer landet es ja früher oder später auf jeden Fall, weil es einem ja abgewaschen wird, wenn man dann landschafts unterwegs ist. Und da es in diesem Bereich dann durchaus wir uns im Bereich des der immergrünen Tropen befunden haben, wo man eben diese Berechnung, diese Untersuchung gemacht hat, glaube ich zumindest. Gibt es das überhaupt in Mexiko? Nö, weiß ich nicht. Aber so habe ich das jedenfalls aufgefasst. War gar nicht so einfach zu lesen. Dass da sehr wohl, sehr oft, es regnet und damit auch recht große Mengen von dem Zeug da eingewaschen werden, eben entsprechend in die Gewässer, weil man braucht das ja da auch viel. Ne? Also da ist das quasi statt DEO, DEET, Sprüh. Einfach damit man auch kein Malaria bekommt oder sowas. Könnte auch Neumexiko gewesen sein, ja doch Neumexiko pass. Ja, das mit dieser Molchtoxizität, das ist wirklich super umstritten, weil es gibt halt auch andere Studien, die ähnliches
untersucht haben, größere Mengen von Icaridin ins Gewässer geleitet haben und dann mal bei Flohkrebsen und sonstigen kleinen Mikroorganismen, die eigentlich hochempfindlich auf irgendwelche Chemikalien im Wasser reagieren, geguckt hat, ob ihnen dieses Icaridin irgendwas anhaben kann. Und da kam dann raus, nö, kann denen nichts anhaben. Und damit ist das halt sehr, sehr widersprüchlich. Und wenn man jetzt nicht Fachmensch genau in diesem Bereich ist, dann kann man das auch nicht wirklich beurteilen, was da nun stimmt. Und das bringt uns jetzt zu dem relativ ernüchternden und wahrscheinlich nicht besonders befriedigenden, aber deswegen nichtsdestotrotz umso wahreren Ergebnis, dass hinsichtlich der Umwelteinflüsse von verschiedenen Mückenschutzsprays, die man so draußen verwenden kann, schlicht und ergreifend egal ist, welches man da nimmt. Na, ob das jetzt auf Icaridin oder auf DEET-Basis ist, beides ist nicht besonders dramatisch für die Umwelt. Ob das jetzt für die Haut und so weiter, kein Schimmer, ist mir auch völlig egal, ehrlich gesagt. Ich will, dass die Mücken wegbleiben und dann darf das schon mal ein kleines bisschen hautschädlich sein, aber besonders schlimm sind sie beide wohl offensichtlich nicht, anders als das Zeug von der Bundeswehr damals. So, zwei habe ich noch. Erstmal die Sonnencreme. Ja, weil auch Sonnencreme ist ja was man draußen möglicherweise dabei hat, je nachdem wie empfindlich man da ist. Aber mindestens, wenn man auf dem Gletscher unterwegs sein möchte und solche Späße, dann braucht man Sonnencreme fürs Gesicht. Also wenn man auch einen Hut auf hat, dann mag man von oben ja von der Sonne geschützt sein. Das Dumme ist nur, die Sonne flitzt dann da aufs Eis und dann macht sie diesen Pschung. Und das habe ich mal ganz böse auf dem Zugspitz platt erleben dürfen, wo ich der Meinung war, ach, Sonnencreme brauche ich nicht, ich habe ja einen Hut. Und dann dackelt man da schön fleißig über, bei schönstem Sonnenschein über die strahlend weißen Schneeflächen. Und die Sonne reflektiert einem super schön ins Gesicht und kommt dann irgendwann an einem Spiegel vorbei und sieht lustig aus. So, und dementsprechend ist durchaus Sonnencreme ein Thema, was man vielleicht dabei haben möchte. Und die allermeiste, und das ist jetzt die schlechte Nachricht, stinknormale Sonnencreme, insbesondere das eher günstige Zeug, die kann ruhig einen super hohen Lichtschutzfaktor haben, gerade die günstige, die einen super hohen Lichtschutzfaktor hat, enthält Stoffe, die ja so gut die Sonne blocken, dass sie auch für verschiedene Mikroorganismen, die dann im Gewässer leben, wichtig, die im Gewässer leben, toxisch und oder halt zumindest stark schädigend sein kann. Soll heißen, kleiner Badesee, Haufen Badegäste, alle schmieren sich nochmal schön ein, bevor sie ins Wasser rennen, nehmen eine günstige, entsprechende hohe UV-Schutz-Sonnencreme meinetwegen und irgendwann haben wir einen Sonnencreme-Eintrag im entsprechenden Gewässer, dass das nicht mehr so schön ist. Dann ist dieses entsprechende Gewässer halt ein wenig beeinflusst. Aber erstens mal, wenn es sich um einen stinknormalen Baggerbadesee oder sonst was handelt, dann ist der eh schon beeinflusst und hat sowieso kein intaktes Ökosystem. Also eine Beeinflussung der Wildnis vom Baden an irgendeinem Baggersee gibt es sowieso nicht. Ja? Und jetzt wäre die Frage, wenn wir uns also jetzt mit so einer relativ günstigen Sonnencreme irgendwo mitten im Nirgendwo einschmieren und damit dann ins Gewässer rennen, meinetwegen, mitten im Nirgendwo. Also erstens mal, Beispiel Grönland. Wenn man da baden geht, dann braucht man sich nicht vorher mit Sonnencreme einschmieren. Zwar ist die UV-Belastung sehr hoch und man kriegt sehr schnell einen Sonnenbrand, aber man geht auch nicht länger als 20 Sekunden baden. Dementsprechend hat man sich ganz schnell wieder angezogen und braucht sich vorher auch nicht mit Sonnencreme entsprechend wieder einschmieren. Ne? Also ist das so ein bisschen ein Problem, das einfach nicht stattfindet. In Gegenden, wo man wirklich baden gehen kann, wo man sich vorher vielleicht auch mit Sonnencreme entsprechend einschmiert und es Wildnisregionen sind und man gerne vermeiden möchte, dass man toxische Substanzen ins Wasser einträgt, wäre die Regel, ja, dann geh halt nicht mit Sonnencreme baden, sondern geh erst baden und hau dich danach in die Sonne, wenn du das überhaupt tun musst. Ganz besonders umweltfreundlich ist übrigens Schatten. Ne? Also gar nicht groß in die Sonne hocken und hoffen, dass der kurze Aufenthalt in der Sonne, während man halt mal gerade unterwegs ins Wasser ist oder im Wasser selber, spielt die ja auch noch eine gewisse Rolle. Man kann auch mit Hut schwimmen übrigens. dass man damit halt einfach dann auf Sonnencreme möglicherweise auch verzichten könnte. Ja? Also es spielt, mengenmäßig spielt das schon eine Rolle, weil man ja auch dann gerade vielleicht
recht viel Sonnencreme möglicherweise auch verwendet. Also das ist ein Thema, kann man ja ganz einfach lösen. Kann man wirklich einfach lösen. Aber es ist nicht egal. Es gibt auch biologisch abbaubare Sonnencremen. Die gibt es auch. Die sind dann, da steht da irgendwie speziell auf der Flasche drauf. Mit denen wäre es unbedenklich. Also mit denen kann man auch ins Wasser. Die machen dann da eigentlich fast keinen Schaden, beziehungsweise so minimal, dass man den wirklich ignorieren könnte. Also das wäre die Alternative zum Geld ausgeben, und die Alternative zum Nicht-Geld ausgeben besteht einfach darin, dass man nicht frisch eingecremt ins Wasser rennt. So. Sonnencreme im Boden, also dass man sich einfach irgendwo eincremt, um dann gar nicht schwimmen zu gehen, sondern man cremt sich ein, weil man einfach wandern möchte und einen da die Sonne stört und das landet dann irgendwann mal früher oder später im Boden, weil man hier mal was abreibt, da mal was abreibt, das ist harmlos. Da braucht man sich keine Sorgen machen. So, und dann jetzt aber wirklich das letzte Thema. Das haben wir schon mehrfach thematisiert auf diesem Kanal. Es ist fast schon ein Dauerbrenner und etwas, worüber ich immer wieder gerne spreche. Der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben. Klopapier. Denn das Problem ist ja folgendes. Der biologische Teil der Hinterlassenschaft, für die man Klopapier benötigt, der verrottet im Regelfall relativ schnell. Je nach Ökosystem ist er nach 1 bis 2 Jahren weg. Wenn man ihn vorher schön verbuddelt hat, stört er in diesen 1 bis 2 Jahren auch niemanden. Und eine Hinterlassenschaft pro, ich sag mal, 10 Quadratmeter sorgt auch nicht dafür, dass da jetzt ein riesen Nährstoffhaushalt in den Boden gekommen ist, der vorher nicht da war, der jetzt die Flora und Fauna komplett durcheinander bringt, weil da jetzt so viele Nährstoffe vorhanden sind. Ja? Das ist also wirklich im Regelfall kein Problem, es sei denn, wir befinden uns in einem unglaublich nährstoffarmen Ökosystem, wie zum Beispiel in einem Hochmoor. Wenn man da dann sowas fallen lässt, dann hat das schon gewisse Auswirkungen. Das sollte man dann schon nach Möglichkeit vermeiden, dass man halt neben dem Hochmoor, nicht im Hochmoor, neben dem Hochmoor ist es auch viel gemütlicher für solche Zwecke. Gut, aber jetzt zum Klopapier. Das ist nämlich viel eher das, was übrig bleibt, als die eigentliche Hinterlassenschaft. Für den Nährstoffhaushalt, für den Einfluss auf die Natur, spielt die Hinterlassenschaft eine größere Rolle als das Klopapier. Das Klopapier möchte man aber vielleicht trotzdem eins haben, das möglichst schnell weg ist, damit halt eben nicht diese lustigen weißen Blümchen überall im Wald zu finden sind, die man da leider viel zu häufig, insbesondere hinter Parkplätzen und solchen Orten, antreffen kann. Die möchte man vielleicht gerne weghaben. Ja? Und wenn man jetzt persönlich Wert darauf legt, dass die Hinterlassenschaft, die man selbst so im Wald hinterlässt, ob man sie jetzt verbuddelt oder nicht, also man verbuddelt sie selbstverständlich, ja, aber dass man dann auch noch gerne möchte, dass das Klopapier möglichst schnell verrottet, dann gibt es eine einfache Methode, und zwar, es gibt für, also schnell zersetzendes Klopapier, kann man so auch mal googeln, Fast D irgendwas, englisches Wort, sucht euch eins aus, für Campingtoiletten. So ein Zeug, ja. Das ist grundsätzlich dünner, das ist nicht super flausch, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für die Zivilisationsrückseite. Die Rückseite der Zivilisation. Ich glaube, das ist eine schöne Umschreibung, die merke ich mir. Und ja, gewöhnungsbedürftig. Aber das hat den Vorteil, dass es ungefähr doppelt so schnell im Boden, soweit ich das recherchieren konnte, abgebaut werden kann. Und in der Chemietoilette, dafür ist es ja eigentlich gedacht, da löst es sich sogar sehr, sehr schnell auf. Aber auch im Boden kann das viel, viel, viel schneller abgebaut werden als zum Beispiel 4 Lagen Superflausch. Ne? Einfach weil es ist weniger Material, es hat eine höhere spezifische Oberfläche und damit mehr Angriffspunkte für die zersetzenden Organismen. Und davon abgesehen ist es meistens auch noch aus Altpapier, das schadet auch nicht und eben damit entsprechend auch Ressourceneffizienz technisch ganz gut dabei. Günstig ist das Zeug aber nicht unbedingt, es ist eher teurer als die meisten Standard-Klopapiere, vielleicht noch nicht ganz so teuer wie das mit dem Goldrand, aber ja, es ist teurer. Ja, aber wäre dann ja auch nur als Tour-Klopapier relevant. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass das Zeug tendenziell ein wenig dünner ist, mag es Leute geben, die dann dazu neigen, dann deutlich mehr davon zu verwenden. Irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr zielführend. Also dünneres Öko-Klopapier, das besonders schnell zersetzend ist, macht natürlich nur für Leute Sinn, die dann auch mit
einer geringen Menge von dem Zeug zurechtkommen und dann nicht die halbe Rolle jeweils benötigen. Ja, das wäre also noch ein letzter Hinweis zur Frage, ob man da in Sachen Klopapier nicht noch was optimieren könnte. Immer mehr Leute im Outdoor-Bereich verwenden auch ein tragbares Bidet. Ich glaube, die heißen so. Das ist im Grunde so ein Nopfelchen, das man auf eine Wasserflasche draufschrauben kann, was da so eine kleine Ausgussöffnung hat, die meistens noch so einen Bogen, also so nach oben zeigt, hier so irgendwie. Und dann könnte man jetzt theoretisch, wenn man da dann drauf, nicht die Marke ins Bild halten, da dann drauf drückt, dann kommt hier oben so ein kleines Wassersprudelchen raus. Ja, und was man damit dann machen kann, kann sich jeder ja ausdenken, ne? Wird immer beliebter in der Outdoor-Szene, weil das Schöne ist, Wasser findet man draußen, muss man nicht mitschleppen. Und dieses kleine Nopselchen mit diesem Springbündelchen dran, das wiegt weniger, als über einen langen Zeitraum jede Menge Klopapier mitzuschleppen. Und ist fürs Ökosystem tatsächlich dahingehend noch schön, dass man dann gar keinen Klopapier-Eintrag in die Landschaft hat. Aber dieses gut abbaubare Klopapier, das man für die Campingtoiletten und so weiter und so fort, das ist fürs Ökosystem ehrlich gesagt auch völlig egal. Das besteht nahezu nur noch aus Zellulose. Und Zellulose ist der Hauptbestandteil von sämtlichen Pflanzen. Das heißt, das richtet echt keinen Schaden an. Ja? Aber ich wollte das nur mal gesagt haben mit diesem Springbrunnen da, dass es das auch gibt. Keine Ahnung wo, habe ich mal bei den Amis gesehen. Ja! Das wäre es gewesen. Und wie eingangs schon erwähnt, ich möchte jetzt niemandem sagen, dass er jetzt ein furchtbar schlechter Mensch ist, weil er bestimmte Dinge aus dieser Liste jetzt ignoriert hat. Es ging mir nur darum, dass es mich selber eben interessiert hat, was es denn da alles gibt, was wir denn so in der Landschaft zurücklassen mit dem, was wir da so tun und was davon eine Rolle spielt und was davon eben nicht so dramatisch schlimm ist. Genau. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut!